Stell dir einmal vor, wir schreiben das Jahr 2050. Deutschland war vor 60 Jahren das letzte Mal Fußball-Weltmeister. In Kürze wird das iPhone 43 präsentiert. Justin Bieber feiert seinen 56. Geburtstag und zur Freude der Schüler wurde der unbeliebte Rufbus durch einen Rufhelikopter ersetzt. Nach der Vogel-, Schweine-, Pferde-, Affen-, Steine- und Ameisengrippe sorgt nun die Lama-Grippe für Angst und Schrecken. Es gibt in Baden-Württemberg 500.000 weniger unter 20-Jährige als heute. Wenn sich so viel ändert, wie gestalten wir dann eigentlich Jugendarbeit? Wie lernen junge Menschen in Zukunft Jesus kennen? Die Denkwerkstatt Zukunft fordert dich und dein Team heraus, eure Jugendarbeit für die Zukunft fit zu machen. Sie bietet dir und deinem Team Einstiegskarten als Warming-up in die Thematik. Karten mit Thesen zum Diskutieren und Praxiskarten zum konkreten Weiterarbeiten. Damit könnt ihr euer Gremium heiß machen. Auf Zukunftsfragen wie Jugendarbeit in der Schule, neue Medien, ländlicher Raum und Demografie, Finanzierung der Jugendarbeit, Konfi-Modelle der Zukunft und Jugendarbeit in der Stadt. Gestalte die Jugendarbeit der Zukunft. Nutze die Denkwerkstatt. Für weitere Informationen besuche ejw-denkwerkstatt.de. Denkwerkstatt Zukunft. Ein Impuls des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg.